Herzlich willkommen zurück auf unserem Channel. Wir wollen heute wieder anfangen, gemeinsam mit euch von zu Hause aus zu trainieren, damit ihr auch schön fit bleibt, wenn hoffentlich die Studios in 4 Wochen oder auf jeden Fall Ende des Monats wieder eröffnen dürfen. Dann wollen wir ja nicht wieder mit den kleinsten Gewichten anfangen, sondern möglichst nah bei dem bleiben, wo wir aufgehört haben. Wir haben auf jeden Fall viel für euch vorbereitet für die nächsten 4 Wochen. Es soll auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Das heißt, wir starten heute zum Beispiel erstmal mit einem Ganzkörperprogramm. Erstmal komplett ohne Equipment, damit ihr euch auch noch mal ein bisschen vorbereiten könnt für die nächsten Tage. Hier und da noch mal von einem Kollegen oder sowas ein paar Kurzhanteln ausleihen oder sogar noch mal bestellen. Terrabänder und sowas alles noch mal rauskramen. Und genau. Wir werden schauen, dass wir auf jeden Fall Pilates einmal mit drin haben, Bauch, Beine, Po, Yoga wird hier mit dabei sein. Für die Jump-Leute haben wir auch ein bisschen was vorbereitet. Genau, heute nochmal ein Ganzkörpertraining, Langhantel, TRX, Kettlebell. Also egal, was ihr zu Hause habt, wir werden auf jeden Fall ein Programm versuchen, dafür vorzubereiten, damit ihr euch zu Hause auf jeden Fall auch fit halten könnt. Ich möchte auf jeden Fall jetzt schon mal am Anfang erwähnen, wenn ihr dort irgendwelche Wünsche habt. Hey Martin, mach doch mal bitte ein Training nur für die Schulter und Arme oder nur für den Oberkörper. Dann sagt mir einfach Bescheid, schreibt mir über Instagram, Facebook, eine E-Mail, über alle Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Sagt mir einfach Bescheid, ich bin immer offen dafür und freue mich sogar, wenn ich noch ein bisschen gezielter auf eure Themen eingehen kann, damit euer Training zu Hause auf jeden Fall ein Erfolg wird und auf jeden Fall auch Spaß macht. Ja, denn gerade das Training zu Hause ist immer eine Motivationssache. Ja, natürlich haben wir Equipment zu Hause, natürlich können wir mit unserem eigenen Körpergewicht alles Mögliche zu Hause machen. Aber es ist natürlich immer so eine Sache, dass wir zu Hause unsere Komfortzone entwickelt haben und das jetzt einfach zu, naja, zu einem Trainingsraum umgestalten müssen. Manche haben da die Möglichkeit, in den Keller zu gehen, manche eben aber nicht und müssen das Ganze im Wohnzimmer machen. Wir wollen hier gemeinsam aber mit euch schauen, dass wir dort auf einem guten Level bleiben und hoffentlich können wir euch da so ein bisschen motivieren und mitziehen, damit ihr euren Trainingsstand auf jeden Fall halten könnt. Okay, wie schon erwähnt, wir werden heute einmal ein Ganzkörpertraining machen. Dafür braucht ihr heute erstmal kein Equipment. Ich will eigentlich gar nicht so viel drum herum reden, sondern würde eigentlich ganz gerne relativ zeitig starten. Wir machen uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen warm und dann soll es schon losgehen mit dem Training. Schlüssel ablegen. Okay, und zwar starten wir einmal, indem wir unsere Knie heben. Ich empfehle euch einmal, die Hände auf Hüfthöhe zu platzieren. Lasst die Hände einfach auf der Hüfte, hebt die Hand so hoch, bis ihr quasi euer Bein so hoch, bis ihr mit dem Bein euer Oberschenkel berührt. Ja, das Ganze dann immer im Wechsel. Wir wollen ein bisschen Tempo drin haben. Ja, ihr müsst so ein bisschen schauen. Wir wollen uns natürlich jetzt nicht überfordern. Das heißt, es geht jetzt nicht um schnelles Tempo, so schnell wie möglich. Aber wir wollen natürlich gucken, dass der Puls ein bisschen steigt und die Körpertemperatur, ja, damit wir gut vorbereitet sind. Okay, wie gesagt, Hände auf Hüfthöhe. Wir heben jedes Bein 50 Mal hoch. 3, 2, 1 und los geht's. Da haben wir schon. Noch 10. Perfekt. Von Anfang an immer dran denken, tief durchatmen. Ja. Und wir gehen einmal weiter, indem wir uns in den breiten Stand stellen. Wir gehen jetzt immer diagonal mit der rechten Hand zum linken Fuß, richten uns einmal auf und gehen direkt in so einer Rotation in die Diagonale. Los geht's. Auch hier das Atmen nicht vergessen.
Dreimal noch zu jeder Seite. Letztes Mal. Sehr gut. Damit haben wir jetzt auch unseren Rücken nochmal etwas vorbereitet. Gehen wir nun etwas an die Beine. Wir stellen uns einmal etwas breiter als hüftbreit auf. Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Dementsprechend geht auch der Oberschenkel in dieselbe Richtung leicht nach außen. Den Rücken schön gerade halten und die Knie bitte nicht über die Zehenspitzen hinausladen. Wir wollen runter bis 90 Grad in die Knie. Richten uns auf, indem wir den Po oben einmal nochmal anspannen, um die Hüfte durchzustrecken, damit wir nicht nur den Oberschenkel, sondern auch die Po-Muskulatur warm machen. Es geht ja auch hier nicht um eine super schnelle Bewegung. Wir wollen lieber schön gleichmäßig selber reinbremsen, aufrichten, die Streckung mit reinnehmen. Tief durchatmen. Wir haben jetzt die Beine, den Rücken, den Po aktiv. Das ist eine ziemlich große Muskelgruppe insgesamt. Die ziehen viel Sauerstoff und Energie, machen uns dementsprechend gut warm. Trotzdem müssen wir unseren Körper immer mit Sauerstoff versorgen. Dann halten wir auch für die nächsten Übungen noch besser durch. Wir werden nachher noch einige Kniebeuge machen. Da werden wir das auf jeden Fall auch noch mal etwas genauer beachten, dass die Atmung da auf jeden Fall steht. Immer wieder an den Po denken, dass wir oben einmal aktiv die Hüfte durchstrecken, aufpassen, den Oberkörper nicht nach hinten lehnen, sondern nur den Po anspannen, Hüfte gerade machen und in die nächste Wiederholung. Schön gleichmäßig, aufpassen, dass ihr nicht schneller werdet, vor allem auf dem Weg nach unten. Den müssen wir immer ein bisschen bewusster kontrollieren. Sehr gut. Noch 5 Wiederholungen. Okay. Sehr gut. Zum Abschluss, wer regelmäßig in meinen Kursen ist, weiß, dass wir schon zum Warm-up immer gerne einen Unterarmstütz machen. Und das werden wir jetzt auch einmal in einer kurzen Variante. Okay, macht euch einmal bereit. Normaler Unterarmstütz, keine besondere Variante, einfach nur gerade. 3, 2, 1 und los geht's. Ruhig atmen, die Hände bitte nicht verkrampfen, ganz entspannt lassen, Schulterblätter leicht zusammen, Bauch und Po anspannen. Aufpassen, dass der Rücken und die Hüfte nicht durchhängen. Lieber den Rücken etwas rund lassen, als dass er überstreckt wird. 5 Sekunden. 3, 2, 1. Super. So, ich hoffe, ihr seid aufgewärmt. Ich bin es auf jeden Fall. Und dann können wir schon mit unserem Programm starten. Zum Einstieg wollen wir erstmal ein paar Liegestütze machen. So, jetzt sagt der ein oder andere natürlich Liegestütze, total schwere Übung. Da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Liegestütze sind trotzdem einfach eine sehr wichtige Sache, damit wir die Brustmuskulatur gut erreichen. Schulter und Trizeps sind dort erstmal mit drin. Denn ohne Gewicht ist immer ein bisschen schwierig, vor allem die Arme und die Schultern zu trainieren. Ihr könnt natürlich in ein paar vorangegangenen Videos noch vom letzten Lockdown euch anschauen, wie man auf jeden Fall mit wenig oder gar keinem Equipment auch zu Hause seine Arme trainieren kann. Wir werden jetzt heute das Ganze erstmal nur als Hilfsmuskeln mit reinnehmen und werden darauf später nochmal genauer eingehen. Wir starten also. Wir legen jetzt einmal los
mit den Liegestützen. Ich werde euch jetzt erstmal ein paar verschiedene Varianten zeigen, ja, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ihr kennt natürlich alle die normale Variante, in der wir gestreckt sind, etwas schulterbreit greifen, etwas tiefer als die Schulter. Wir gehen bis zum Boden, ganz knapp darüber, bleiben natürlich noch in der Luft und strecken das Ganze wieder aus. Wenn ihr es euch leichter machen wollt, geht ihr einfach auf die Knie. Dabei ist ganz wichtig, bitte nicht den Po nach hinten rausstrecken, sondern von dem Knie bis zur Schulter eine schöne gerade Linie vom Oberkörper zum Boden führen. Wenn ihr euch das Ganze etwas schwerer machen wollt, weil ihr Kraft oder noch mehr Muskulatur aufbauen wollt oder weil das Level von euch einfach schon sehr hoch ist, dann würde ich euch empfehlen, wie so ein Fächer, ja, das ist die normale Liegestützposition, je schwerer ihr es machen wollt, desto mehr dreht ihr die Hände nach außen und desto tiefer geht ihr auch, also immer mehr Richtung Hüfte gehen. Macht dabei nicht einen zu breiten Griff, das kann man später auch noch zusätzlich mit reinnehmen, beansprucht aber die Schulter mehr, bleibt schön zusammen und geht tief. Ja? Wichtig ist, wir wollen möglichst lange durchhalten und viele Wiederholungen schaffen. Das heißt, wir werden jetzt als Ziel uns 20 Wiederholungen nehmen. Es ist nicht egal, wie lange ihr dafür braucht. Es ist auch nicht egal, ob ihr zwischendurch die Technik wechselt. Ja, ihr könnt zum Beispiel mit der schwersten Variante anfangen und dann immer leichter werden. Das werde ich jetzt zum Beispiel auch machen. Viele von euch wissen, ich habe eine kleine Pause gehabt und muss jetzt auch erstmal wieder mich aufbauen. Wichtig ist, kommt auf die 20 Wiederholungen. Okay, wenn ihr soweit seid, dann legen wir los. Einmal bitte in Position. 3, 2, 1 und los geht's. Auch hier den Weg nach unten nicht fallen lassen, schön kontrollieren, atmen bitte nicht vergessen und wie gesagt durchhalten. Versucht in Bewegung zu bleiben, versucht die 20 Wiederholungen komplett durchzuziehen. Sehr gut. Wir machen das Ganze in einem Doppelsatz und werden insgesamt zwei Sätze dann machen. Als zweite Übung machen wir einmal das vorgebeugte Frontheben. Wer möchte, darf da gerne Kurzhanteln mit in die Hand nehmen. Eine Wasserflasche würde auch gehen. Die Übung ist aber eigentlich intensiv genug, dass das Armeheben oft schon ausreicht. Und zwar, wir gehen einmal leicht in die Knie. Brustbein heben, damit der Rücken schön angespannt wird, die Schultern leicht zurückgehen. Wir beugen uns mindestens 45 Grad nach vorne. Die Hände bleiben schulterbreit. Ich würde euch aber empfehlen, die Oberarme leicht zu beugen, also die Ellbogen leicht nach außen zu beugen. Und dann heben wir die Oberarme einmal vor uns nach oben, sodass der Oberarm am besten neben dem Ohr landet. Nehmt euch dafür Zeit, nicht einfach nur mit Schwung da reinzuhauen, sondern zieht die Arme aus eigener Kraft hoch und wenn ihr merkt, so wie hier, es reicht noch nicht ganz, dann nehmt euch die Zeit, einmal hinterher zu ziehen. Wir werden dadurch sehr gut einmal die Rotatoren in unseren Schultern trainieren und die Rückenmuskulatur wird dabei auch sehr gut beansprucht. Ganz wichtig noch, richtet euch nach und nach nicht auf, sondern ich empfehle immer, wenn ihr die Arme hochhebt, dann beugt ihr den Oberkörper entgegen nach unten. Ja, ganz minimal. Okay. Auch hier wollen wir 20 Wiederholungen schaffen. Seid ihr soweit? Leicht in die Knie, Brust raus, mindestens 45 Grad, je weiter vorne, desto schwieriger. 3, 2, 1 und los geht's. Auch den Rückweg nicht einfach fallen lassen, sondern schön mit anheben. Achtet darauf, dass die Arme gebeugt bleiben. Lasst euren Blick bitte immer geradeaus. Das heißt, wenn ihr jetzt mit dem Handy trainiert, legt es euch so hin, dass ihr den Kopf nicht zur Seite drehen müsst. Wir wollen eine schön gerade Wirbelsäule haben. Ihr das Atmen nicht vergessen. Wenn die Arme unten sind, immer dran denken, das ist keine Pause, sondern nur eine Entspannung der Muskulatur, eine leichte Dehnung.
Hälfte haben wir schon. Schön das Tempo halten, denk dran, nicht keinen Schwung mit reinnehmen. Nicht immer schneller werden, die Arme nicht fallen lassen. Behalte das Tempo schön bei. Noch drei. Okay. Perfekto. Denk bitte dran, immer wieder ein bisschen was zu trinken. Atmet einmal durch. Wenn wir jetzt ein bisschen Pause zwischen den ersten beiden Übungen hat, zum Erklären. Die nächsten beiden können wir jetzt mit einer relativ kurzen, am besten gar keiner Pause durchziehen. Okay. Ihr habt noch kurz Zeit, einen Schluck Wasser zu trinken. Und dann gehen wir wieder zurück in die Liegestütze. Die zweite Runde wird jetzt natürlich noch mal ein bisschen anstrengender, ein bisschen schwieriger. Das ist auch in Ordnung. Wir wollen ja auch einen Effekt für unsere Muskulatur haben. Also immer wenn ihr denkt, boah, die zweite Runde werde ich ja kaum schaffen, denkt immer dran, wir wollen ja bis zur Grenze gehen und dann am besten zwei, drei Schritte darüber hinaus, damit der Körper wirklich das Gefühl bekommt, aha, ich bin meiner Aufgabe nicht gewachsen, ich muss etwas an mir verändern, damit diese Aufgabe auch erfüllt werden kann. Okay, dann begeben wir uns wieder in die Liegestützposition. Denkt dran, haltet durch, macht es euch leichter. Hauptsache, wir schaffen die 20 Wiederholungen. 3, 2, 1 und los geht's. Gleichmäßiges Tempo. Brustbein heben. Noch 3 Wiederholungen. 1, 2, 3. Sehr gut. Okay. Einmal tief durchatmen. Wir stehen auf. Vorgebeugtes Frontheben 20 Mal. Leicht in die Knie. Brustbein heben. Arme schulterbreit und los geht's. Auch hier wieder das Atmen nicht vergessen. Haltet nicht die Luft an, wenn ihr am höchsten Punkt seid. Schön vorgebeugt bleiben mit dem Oberkörper. Auch die Knie gebeugt lassen. Easy, die Hälfte haben wir schon. Wiederholungen noch. Kommt schon, einmal noch richtig hochziehen. Sehr gut. Okay. So, jetzt habe ich euch natürlich darauf vorbereitet, dass wir hier nur Doppelsätze machen. Jetzt kommt einmal die Bauchmuskulatur dran. Da machen wir 3 Übungen. Und zwar werden wir jetzt bei allen Übungen so ein bisschen in die Plank-Richtung gehen. Ja? Das wird jetzt natürlich eine harte Nummer. Wir haben jetzt mit den Liegestützen die Brust und die Schulter schon etwas vorbelastet. Ja? Schaut, dass ihr da ruhig einen kleinen Wechsel reinbringt. Das heißt, wir werden gleich zum Beispiel die Liegestützposition ein bisschen halten. Wenn es gar nicht geht, geht auf jeden Fall in die Unterarme runter. Und genau. Wir werden da nochmal kleine Variationen drin haben. Diesmal machen wir es über einen Zeitfaktor. Das heißt, wenn ihr zwischendurch merkt, ihr könnt nicht mehr, dann macht es euch kurz ein bisschen leichter, atmet durch, lasst das Brennen kurz weg und dann nochmal weitermachen. Das heißt, wir wollen so viele Wiederholungen schaffen wie möglich innerhalb der vorgegebenen Zeit. So, dadurch, dass wir dreimal den Plank jetzt mit drin haben werden, wird die Bauchmuskulatur schön stark beansprucht, aber Schulter und Brust sollen das Ganze auch durchhalten. Das heißt, wir starten erstmal mit 35 Sekunden pro Übung. Und zwar gehen wir als erstes einmal in den Unterarmstütz. Wir springen mit den Beinen einmal nach außen, nach innen, vor, zurück.
außen in den Korb zurück. Wenn ihr merkt, dass ihr gegen Ende der Übung einfach wenig Kraft habt und nicht mehr das Ganze mit einem Sprung machen könnt, dann macht das ruhig schrittweise. Ja, dass ihr mit dem Bein einzeln, außen, außen, innen, innen, vor, vor, zurück, zurück. Okay? Hauptsache ihr haltet das Ganze durch. Denkt auch hier wieder dran, der Rücken ist lieber leicht rund, als dass ihr irgendwie durchhängt. Okay? Gut. Mach einmal die Stoppuhr bereit. Einmal bitte in den Unterarmstütz. 3, 2, 1 und los geht's. Aus, innen, vor, zurück. Aus, innen, vor. Atmen hier von Anfang an nicht vergessen. Wenn ihr erst die Luft anhaltet und zu spät mit dem Atmen startet, könnt ihr das nicht wieder rausholen. Okay. Schön durchhalten. Bleibt in Bewegung. 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Okay. Kurz einmal entlasten. Jetzt gehen wir einmal in den Plank mit Hüftrotation. Das bedeutet, wir gehen in den Unterarmstütz und wollen einmal mit der Hüfte jeweils rechts und links den Boden antippen oder wenigstens kurz davor sein. Das sieht dann so aus. Unterarmstütz, Hüfte, links, rechts. Okay. Auch hier wieder 35 Sekunden. Wir legen los. 3, 2, 1 und los geht's. Denkt wieder an die Atmung. Steuert die Bewegung über die Hüfte. Ihr wollt nicht mit dem Oberschenkel den Boden berühren, sondern mit der Hüfte. Da muss man sich ein bisschen eingrooven, dass die Beine sich ein bisschen mitbewegen, dass man eventuell sich neu aufstellen muss. Fünf, drei, zwei, eins. Und zum Abschluss in die Liegestützposition und einfach nur halten. Nochmal tief durchatmen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Könnt ihr gerne zwischendurch die Griffbreite etwas wechseln. Hüfte und Rücken gerade. Atmen. Fünf Sekunden. Okay. So. Einmal selber so ein bisschen drauf achten, wo habt ihr es jetzt am meisten gemerkt? Ist die Schulter, Brust, Rücken, Bauch. Ich habe zum Beispiel nach der Hüftrotation gut meinen Rücken gemerkt. Jetzt nach den Liegestützen die Schultern gut. Und bei den Jumps auf jeden Fall den Bauch. Atmen einmal kurz durch, trinken kurz einen kurzen Schluck Wasser. Und dann gehen wir nämlich direkt in die zweite Runde. Alle drei Übungen nochmal hintereinander weg. Wir wollen jetzt die Pause nicht zu lang machen, dass der Bauch sich nicht erholen kann, sondern wirklich kurz, kurze Regeneration und dann geht's schon weiter. Und zwar in 10 Sekunden machen wir schon weiter. Wir gehen einmal in den Unterarmstütz, 5 Sekunden. 3, 2, 1. Vor, außen, innen, vor, zurück. Außen, innen, vor, zurück. Atmen nicht vergessen. Die Hände sind entspannt. Nicht verkrampfen. Fünf Sekunden. Bleibt in Bewegung oder haltet nur noch. Okay. In den Schultern merkt man das schon ordentlich. Gut. Hüftrotation.
So, bin ich auch wieder ready. Schön durchatmen. Wir starten in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Und mit der Hüfte einmal zur Seite den Boden berühren. Schöne Rotation. Atmen nicht vergessen. Wer nicht mehr kann, hält einfach nur noch. Vier, drei, zwei, eins. Okay. Einmal in die Liegestützposition. Nicht zu lange Pause lassen. Wir starten in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Und. Macht es euch auch vom Kopf nicht schwerer, als es ist. Sagt euch nicht, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sondern sagt euch lieber nur noch 20 Sekunden. Noch 10, haltet durch. Das ist die letzte Übung für den Bauch. Die wollen wir durchziehen. 5, 3, 2, 1. Easy. Sehr, sehr gut. Okay. Atme noch mal ein bisschen durch. Trink noch mal einen Schluck Wasser. Und dann kommen wir schon an die Stelzen. Oder wie man im Volksmund sagen würde, Beine. Braucht man die Matte, glaube ich, jetzt mal nicht mehr. Nee, braucht man nicht. Okay. Okay. So. Auch hier werden wir gerade bei der ersten Übung jetzt erstmal über den Zeitfaktor gehen. Werden wir das Ganze so ein bisschen anpassen, weil wir jetzt gleich wieder von Seite zu Seite etwas wechseln werden. Und immer schön darauf achten, dass wir mit derselben Seite oder mit der anderen Seite aufhören, als mit der wir gestartet haben. Gut. Gut. Okay. Und zwar ist es so, wir nehmen jetzt beide Hände einmal an die Hüfte. Ihr könnt sie auch gerne mal hinter den Rücken packen, das würde ich euch überlassen. Nehmen Sie gerne an die Hüfte, da habe ich ein besseres Gefühl dafür. Und zwar starten wir einmal hüftbreit, gerne auch etwas enger, darauf kommt es jetzt nicht an. Wir werden einen Sprung nach außen machen und tippen dann mit einer Hand den Boden an. Dadurch, dass wir einen breiten Stand haben, bitte wie beim Warm-up, Fußspitzen leicht nach außen, dementsprechend die Knie mit nach außen. Ja, das Bein möchte immer in dieselbe Richtung arbeiten. Und dann gehen wir einmal, tippen den Boden an, richten uns auf nach innen, nach außen und gehen direkt mit der anderen Handrichtung hoch. Okay? Total easy. Können ruhig innen starten, denkt dann dabei immer, Fußspitze und Oberschenkel leicht nach außen zu bringen. Wir starten mal mit einer Minute, die Beine sind kräftig und ausdauernd, die schaffen das. Wir starten in 5 Sekunden. 3, 2, 1 und los geht's. Im Außen antippen. Hier schön den Rücken gerade lassen, wenn ihr runtergeht. Den Weg nach unten nicht einfach nur runterfallen, sondern den Weg runter kontrollieren. Po schön weit nach hinten, damit die Knie wieder nicht über die Zehenspitzen hinausragen. Hälfte haben wir schon geschafft. Sekunden. Atmen nicht vergessen. Noch 10. So, ich bin mit meiner rechten Hand gestartet. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mit der linken aufhören. Letzte Wiederholung. Puh. Sehr gut. Okay. Atmet einmal ein bisschen durch, dass die Atmung sich ganz ein bisschen regulieren kann.
Ihre Atmung ist für die nächste Übung auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Wir bleiben im breiten Stand. Wir wollen uns jetzt in die Beuge begeben und bleiben dann möglichst mit unserer Hüfte, mit unserem Oberkörper immer auf derselben Höhe und verlagern das Gewicht von rechts nach links. Das bedeutet, wir gehen hier, gehen einmal zur Seite, möglichst das Bein strecken. Wichtig dabei ist, dass die Hüfte keine Rotation macht. Das könnt ihr mal an euren Knien erkennen. Wenn das eine Knie nach hinten geht und das andere sehr weit nach vorne, dann habt ihr die Hüfte rotiert. Versucht, auf derselben Höhe zu bleiben. Ja? Schön gerade, rechts und links. Ihr solltet dann auch eine leichte Dehnung im Beinbeuger, in den Adduktoren spüren, wenn ihr komplett in der Streckung seid. Okay, wir schauen mal 45 Sekunden. Wenn wir in der ersten Runde merken, dass das zu wenig war, steigern wir nochmal. Wir starten in 3 Sekunden, gehen schon mal tief und los geht's. Schön gerade bleiben. Po ist schön weit hinten. Komplett in die Streckung gehen. Ich verbreite mein Ständchen noch einmal. Auch hier nicht auf Tempo. Lasst euch schön Zeit für die Streckung. Sucht euch die passende Standbreite aus. Sehr gut, wir haben es gleich geschafft. Ja, weiter mal um 15 Sekunden. Die 45 Sekunden sind ein bisschen zu wenig. 10 Sekunden haben wir noch. Noch 5. Hängt mit der Hüfte dran, schön hinten bleiben. Perfekt. Gut, das ist eigentlich eine super Übung, um die Atmung wieder ein bisschen zu regulieren. Also perfekt für die zweite Runde jetzt. Mit dem Squat Taps nennt sich das Ganze. Dann werden wir den Boden antappen. Gut, das heißt, wir brauchen wenig bis gar keine Pause. Schnell noch einen Schluck Wasser, wenn nötig. Ansonsten gehen wir in die nächste Runde. Gut, wir starten in 3 Sekunden. Wir starten von innen. Entschuldigung, machen wir nochmal. 3, 2, 1 und los geht's. Wirklich einmal den Boden antippen, dass ihr schön tief runter geht. Denkt an eure Hüfte. Schön weit nach hinten bringen, dass die Knie nicht nach vorne rausgehen. Dann haben wir die Rückenmuskulatur wieder ein bisschen mit dabei. Atmen bitte nicht vergessen. Denkt dran, die Beine brauchen viel Sauerstoff. Weiter Stand, Oberschenkel schön nach außen. So, mit welcher Armseite gestartet? Denkt dran, mit dem anderen Arm aufzuhören. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins. Beim nächsten Mal machen wir die Übung andersrum. Okay, breiter Stand, Fußspitzen nach außen, 5 Sekunden, 3, 2, 1, tief runter, schön die Hüfte rechts und links verlagern, je tiefer ihr geht, desto besser, desto intensiver, desto mehr müsst ihr aber auch Oberschenkel und Hüfte in Position halten und steuern. Dann denkt nicht nur den Oberkörper vorbeugen, sondern wirklich die Hüfte runterbringen. Wir haben es gleich geschafft. Drei, zwei, eins.
Sehr gut. Damit haben wir schon unser erstes Training für heute geschafft. Wir dehnen uns noch einmal ein bisschen, dass die Körpertemperatur noch mal ein bisschen absacken kann, die Muskeln Spannung noch mal ein bisschen lösen können. Das waren ja natürlich heute etwas andere Belastungen, als der Körper sie gewohnt ist, wenn wir regelmäßig an den Maschinen trainieren. Und den brauchen wir. Wir starten einmal mit der Schulter. Einmal den Oberarm quasi auf Schulterhöhe zum eigenen Oberkörper führen. Dann den Oberarm randrücken. Ihr dürft gerne die Schulter nach vorne rausholen. Und dann den Oberarm ran. Schön halten. Spannung beibehalten, ja, nicht irgendwann absacken, sondern wirklich die Schulter nach vorne, Oberarm zum Körper drücken. 10 Sekunden noch. Schön das Schulterblatt weg von der Wirbelsäule führen. Einmal Seitenwechsel. Tief durchatmen. Sehr gut. War ein gutes erstes Training. Auch für mich, ihr seht, man kann es sich wirklich angemessen schwer machen, dass jeder auf sein Level kommt. Wenn ihr heute noch nicht das passende Level erreicht habt, gerne nochmal ausprobieren, die Liegestütze, Unterarmstütz vielleicht nochmal ein bisschen anpassen, mehr durchhalten vom Kopf her. Da muss man manchmal über seinen Schweinehund ein bisschen zur Seite schieben und über die Grenze hinaus. Knie bitte durchgestreckt, den Oberkörper langsam Richtung Boden führen, bitte jetzt nicht zu schnell einfach runterdroppen. Kreislauf ist noch sehr aktiv. Die Beine ziehen gerade noch viel Blut und Sauerstoff. Schön langsam. Lasst die Augen ruhig geöffnet und atmet einmal tief in den Bauch ein. Und beim Ausatmen lasst ihr euch noch mal ein bisschen locker runterhängen, dass ihr immer mehr Richtung Boden kommt. Mit den Fingern die Zehenspitzen berühren wäre top. Boden noch besser. Faust machen, Zehenspitzen, Boden noch besser. Wenn es immer noch nicht reicht, Rückhand zu den Füßen. Wichtig dabei, die Knie bleiben immer durchgestreckt. Ja, kann auch die Beine beugen, dann komme ich auf den Boden. Ist aber nicht das, was wir wollen. Jetzt dürft ihr die Spannung in den Knien etwas locker lassen, dürft vielleicht beugen, könnt aber auch gestreckt lassen. Und greift einmal eure Beine und macht jetzt den Rücken schön rund. Also zieht euren Oberkörper zu euren Beinen. Das Atmen bitte nicht vergessen. Und nochmal bitte tief in den Bauch einatmen. Und beim Ausatmen zieht ihr euch nochmal näher zu den Beinen. Spannung halten, in den Bauch einatmen und ranziehen. Dann die Arme loslassen und jetzt bitte ganz, ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben aufrichten, dass der Kreislauf nicht kommen kann. Und dann haben wir es für heute geschafft. Sehr gut. Applaus an euch auf jeden Fall. Ja. Wir werden gucken, dass wir jetzt in den nächsten Tagen immer wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen, wie am Anfang schon erwähnt, damit auf jeden Fall für jeden was dabei ist. Nehmt so viel Training mit wie möglich. Dann ärgert ihr euch nachher bei Eröffnung nicht, dass ihr wieder schon, dass ihr nicht wieder so tief anfangen müsst, sondern einfach euer Level gut halten konntet. Und denkt immer dran, es ist für euch und euren Körper einfach auch eine richtig, richtig gute Möglichkeit, andere Bereiche des Körpers anzusprechen, noch mehr Stabilität reinzubringen, die Muskelfasern anders zu fordern. Das bedeutet, ihr werdet auf jeden Fall auch eure Erfolge machen. Ja, das heißt, wir werden euch auch zeigen, wie ihr trotz des Lockdowns von zu Hause, selbst ohne Gewichte, immer noch wenigstens Muskulatur halten könnt, aber eigentlich auch aufbauen könnt. Und was ich vorhin noch vergessen habe, wir werden in diesem Monat auch ein bisschen über Ernährung sprechen, damit wir euch einfach die Grundlagen der Ernährung noch mal ein bisschen näher kommen können. Denn gerade jetzt, wo man viel Zeit zu Hause hat, ist einfach auch mehr Zeit zum Essen selber machen da. Und von dem her möchten wir euch da auch ein paar Informationen nochmal mitgeben, damit eben das Training und die Ernährung einfach Hand in Hand gehen und wir dementsprechend einfach eine Folge haben werden. Okay, cool. Und dann werden wir als nächstes ein TRX-Training zusammen machen. Also wer solche Bänder hat, schon mal rauskramen, die Packung entstauben, den Haken wieder in die Wand bohren. Und dann werden wir beim nächsten Mal euch mit den TRX-Bändern aus. Power! Wie gesagt, ich freue mich immer über Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Welches Thema würdet ihr gerne als nächstes sehen? Wenn ich nichts höre, mache ich das, was ich auf meinem Plan stehen habe. Aber ich würde es natürlich immer noch lieber auf euch ausrichten.
Okay. Dabei halt, ich freue mich immer, wenn ihr euch ausbauen könnt. Und dann ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund.